Legen wir mal los. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen guten Abend. Ne? Ja, mein Name ist Sammy, ich bin 19 Jahre alt. Ich vertrete hier mit Merana einfach, so sag ich jetzt mal so, ne? Ja. Ich hab sehr lange darüber nachgedacht, ob ich diese Rede schreibe, wie ich diese Rede schreibe und ob ich sie mit euch teilen darf oder nicht. Und ich war immer genauso und bin genauso jemand, der hierher geht und sich ganz wunderbare und ehrliche Reden anhört. Und dass ich hier stehen darf, ist eine wahnsinnige Ehre für mich. Und ich bedanke mich bei Jörg und seinem Team, dass ich überhaupt hier sein darf. Als ich ihn anschrieb auf Facebook und ihn fragte, ob ich diese Rede am 27. halten darf, kam erst zurück, dass es am 27. keine Möglichkeit gäbe, diese Rede zu halten. Trotzdem schickte ich ihm meine Rede. Ja, und dann kam halt ein Tag danach, am Sonntag war das, kam dann zurück, dass ich am 27. dabei bin und dass ich es verdient habe, hier zu reden. Und ich stehe halt hier, weil mir viel durch den Kopf geht, genauso wie euch allen. Und ich möchte diese Rede auch nicht mit Hass füllen, den ich für diese Regierung empfinde, da ich der Meinung bin, dass sie diesen Hass nicht einmal verdient haben. Politik. Heute ist meine Meinung diese, dass es mich auch was angeht. Dass es jeden Einzelnen von uns was angeht. Sogar die kleinsten von uns! Und ich möchte euch meine Gedanken dazu erzählen. Ich möchte euch sagen, was ihr alle schon längst wisst. Diese Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. Du und ich und auch sonst keiner kann so hart zuschlagen wie das Leben. Aber der Punkt ist nicht der, wie hart einer zuschlagen kann, sondern wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Nur so gewinnt man. Und wir werden gewinnen, weil wir Deutsch sind. Und wir geben niemals auf. Beweisen Stärke und kämpfen für ihr Land. Ein Pariser Mann, der seine Frau bei diesem Anschlag verloren hat in der Konzerthalle, hat einen Brief an seinen Mörder geschrieben. Und er hat diesen Brief nicht mit Hass gefüllt, da er der Meinung war, dass er diesen Hass nicht einmal verdient habe. Und er schrieb: Du hast das Leben eines außergewöhnlichen Menschen genommen, die Liebe meines Lebens, die Mutter meines Sohnes. Aber du wirst dafür nicht meinen Hass bekommen. Ich weiß nicht, wer du bist und ich will es auch gar nicht wissen. Du willst, dass ich Angst habe, dass ich meinen Mitmenschen mit Hass, mit Misstrauen begegne, dass ich meine Freiheit für meine Sicherheit aufgebe. Wir sind nur zu zweit, mein Sohn und ich. Aber wir sind stärker als sämtliche Armeen dieser Welt. Mit dir zu verschwenden. Ich muss jetzt zurück zu Melvin, der nun von seinem Mittagsschlaf aufweckt. Er ist nun 17 Monate alt und er wird sein Babybrei heute essen, so wie an jedem Tag. Danach werden wir spielen, so wie an jedem Tag. Und an jedem weiteren Tag wird dich dieser kleine Junge enttäuschen mit seiner Lebensfreude und seiner Freiheit. Denn du wirst auch sein Hass nicht bekommen. Warte, ich komm mit. Wisst ihr, was ich mich frage, warum unsere Regierung nicht endlich anfängt aufzuwachen? Ich bin nicht christlich, gehöre keinen Glauben an,
Und ich glaube auch nicht, dass es da oben jemand gibt, der jemals auf uns aufgepasst hat. Und damit möchte ich auch niemanden beleidigen, der diesen Glauben hat. Und für mich gilt dieser nicht. Aber ein alter Mann sagte mir mal, Gott hat uns das Leben geschenkt. Er hat uns die Technik geschenkt und Gott hat gewusst, dass das Eva-Tat muss bestraft werden. Und das tut er nun. Er bestraft uns alle, weil wir seine erschaffene Welt kaputt machen. Meine Freundin sagte letztens zu mir, wo dieser Spendenmarathon auf RTL kam, dass sie Tränen in den Augen hatte, weil da Kinder aus Indien gezeigt wurden, die im Müll suchten. Ich möchte euch darüber meine Meinung sagen. Wer rettet unsere Kinder hier in Deutschland? So viele Kinder hier in Deutschland hungern jeden Tag. Diese zeigt niemand. Wer rettet in Deutschland unsere Obdachlosen, die jetzt vor allem in den kalten Wintermonaten unter den Brücken erfrieren? Niemand! Es darf für uns kein Essen auf Bäumen geben, kein Wasser in Flüssen, kein Grund und Boden, um uns ein Zuhause zu erbauen. Wenn du versuchst, dir das zu nehmen, was dir die Erde zur Verfügung gestellt hat, wirst du eingesperrt. Deshalb gehorchen wir ihren Regeln. Wir entdecken diese Welt durch Lehrbücher. Jahrelang sitzen wir und wiederholen das, was uns erzählt wurde. Geprüft und eingestuft wie Laborarten. Erzogen, keinen Unterschied zu machen. Erzogen, nicht anders zu sein. Klug genug, um unsere Jobs auszuüben, aber nicht um zu hinterfragen, warum wir das tun. Also arbeiten wir und schuften, ohne Zeit zu haben, um das Leben zu leben, wofür wir arbeiten. Bis der Tag kommt, an dem wir alt sind und nicht mehr arbeiten können. Es ist soweit, wir werden zum Sterben zurückgelassen. Unsere Kinder übernehmen dann diesen Platz in diesem Spiel. Für uns selbst ist unser Part einzigartig, aber zusammen sind wir nicht mehr als Brennstoff. Brennstoff, der diese Elite anzeigt. Die Elite, die sich hinter den Logos versteckt. Dies ist unsere Welt. Und unser wertvollster Rohstoff ist nicht im Boden, es sind wir. Wir bauen ihre Stecke. Es ist die Macht. Geld ist einfach nur das Werkzeug, das sie nutzen, um uns zu kontrollieren. Wir verlassen uns auf wertlose Papierstücke, um uns zu ernähren, uns vorzubewegen und uns zu unterhalten. Sie gaben uns Geld und als Gegenleistung überließen wir ihnen diese Welt. Wo einst Bäume standen, die unsere Luft reinigten, stehen heute Fabriken, die diese vergiften. Nur weil es einst Wasser zum Trinken gab, befindet sich heute giftiger und stinkender Müll. Wo einst Tiere frei liefen, befinden sich heute Massentierhaltungen, die in endlosen Mengen geboren werden und für unsere Zufriedenheit geschlachtet werden. Über 1 Milliarde Menschen auf dieser Welt hungern, obwohl wir genug zu essen haben. Wohin verschwindet das alles? 70% des Getreides, was wir anbauen, wird verfüttert, um die Tiere zu mästen, die wir als zum Abendbrot verzehren. Warum sollten wir Hungernden helfen? Immerhin kann man aus sie keinen Profit machen. Wir leben in einer Welt am Rande des Zusammenbruchs. Wir brauchen Anführer, keine Politiker. Aber in dieser Welt der Mitläufer haben wir vergessen, uns selbst anzuführen. Wir sind nur ein Rückschlag in der Geschichte, aber unsere Auswirkungen sind für immer. Ich habe mir oft gewünscht, in einer Welt zu leben, bevor es Computer gab, als wir noch keine Bildschirme hatten, um uns so abzulenken. Aber ich habe erkannt, dass es der einzigste Grund gibt, warum dies die einzigste Zeit ist, während der ich am Leben sein möchte. Weil wir heute und hier eine Gelegenheit haben, die wir noch nie zuvor hatten. Und jetzt sind wir an der Reihe, das Blatt für heute und für die Zukunft für immer zu verändern. Es liegt in jedem Einzelnen von uns, den Weg zu gehen, womit sich das Blatt wenden wird. Oder den Weg zu gehen, den schon unzählige vor uns gegangen sind.
ausleben muss. Das ist so eine furchtbare Lüge, dass ihr euch überhaupt noch im Spiegel ansehen könnt. Das ist eine Schande für euer deutsches Volk, das ist eine Schande für eure Kinder, das ist eine Schande für eure Eltern und Großeltern, die genauso dieses Land für euch wieder erbaut haben, damit ihr genauso nach diesem hohen Lebensstandard leben könnt, wie ihr es heute tut. Das ist eine Aufgefallen unserer Regierung, auch wenn die nicht zuhören. Macht endlich euren verdammten Augen auf. Rettet Deutschland und fangt an, hinter denen zu stehen, die euch ständig auf die Straßen gehen. Das geht auch an unsere Polizisten. Steht hinter eurem Volk, anstatt diese Flüchtlinge vom deutschen Volk zu beschützen. Anstatt mit Schlagstöcken auf das eigene Volk, auf eigene Freunde, auf Verwandte und Familie loszugehen. Und damit möchte ich auf den 1. November an der Hanauer Bahnhof hinweisen. Die beschützt werden müssen, sind Deutsche. Auch eure Kinder leben in Angst. Fangt an, euch nicht mehr unterdrücken zu lassen und lasst uns gemeinsam aufstehen. Nur zusammen können wir was bewegen. Nur zusammen sind wir stark. Hört auf, euch erzählen zu lassen, ihr verliert euren Job, wenn ihr hinter eurem eigenen Volk steht. Hört auf, euch sagen zu lassen, dass es richtig sei, gegen das eigene Volk zu sein. Hört auf, euch unterdrückt zu lassen. Ihr seid genauso Menschen wie wir auch und ihr habt genauso das Recht, für euer Land zu kämpfen wie wir alle. Kämpft mit uns für Einigkeit und Recht und Freiheit. Für das Volk.